Hallo ihr Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Heute ist Sonntag, der 7. März und wir haben schon unseren Vormittagsspaziergang mit dem Hund im Wald hinter uns und da im Garten gerade so viele Vögel unterwegs sind auf Nestbau und Frühlingsgefühle, habe ich gedacht, ich mache heute mal was mit den Vögeln aus meinem Sammelalbum. So ganz strukturiert bin ich noch nicht. Ich habe auch noch nicht wirklich eine Idee, was ich was und wie ich machen möchte. Aber ich habe mir zumindest schon mal ein paar Sachen rausgesucht, die farblich zusammenpassen. Auf jeden Fall möchte ich diese zwei Vogelbilder gerne verwenden. Das hatte ich gedacht, passt vielleicht farblich ganz schön, aber ich wusste jetzt nicht so richtig, wie ich es verwenden soll. Das ist auch eine Seite aus diesem Vogelsammelbilderbuch. Ich finde das auch ganz schön bei dem Papier, das ist so auch unten schon so ein bisschen, ich weiß nicht, abgenutzt, Patina, schon so leicht eingerissen an manchen Stellen und fleckig und ich finde das einfach einen richtig schönen Effekt. Hier fängt der Struggle schon an. Was mache ich wohin? Und hier meine neuen fremdgebieberten Frau Bieber-Sticker. Ich bin auch hier im Farnfieber, so wie alle gerade. Oder Grünpflanzen, Transparent-Sticker-Fieber. Den großen, den finde ich auf jeden Fall richtig gut. Den werde ich auf jeden Fall verwenden. Naja, ich weiß ja schon, was ich verwenden werde, aber ich will euch ja jetzt hier nicht spoilern. Briefmarken gehen auch immer. Ich habe mir da auch vor kurzem bei eBay Kleinanzeigen so ein kleines Päckchen mit alten Briefmarken geholt oder wie nennt sich das? Ersteigert? Nein, gekauft. Schicken lassen. Die finde ich einfach auch immer richtig schön. Kann man dann nach Farben aussuchen. Das hatte ich aus irgendeinem alten Tierbuch mal rausgemacht. Vogeleier finde ich auch mal sehr schön. Muss ja irgendwie thematisch jetzt auch noch dazu. Ich habe ja immer so ein bisschen Probleme, wenn ich runde Formen ausschneide, dass es immer so ein bisschen zackig wird. Ich weiß nicht, ob es da einen Trick gibt, ob ihr das besser könnt oder ob das einfach immer so aussieht. Keine Ahnung. Das sieht ja alles irgendwie jetzt so ganz nett aus, ne? Aber ich brauche ja hier auch noch Platz zum Schreiben. Weil es ist ja nicht nur ein Klebschneiderbuch, sondern es ist ja tatsächlich mein Tagebuch. Und da möchte ich ja doch zumindest ein bisschen was auch noch reinschreiben zu dem Tag. Das ist auch nochmal so ein Fitzelchen aus diesem Vogelbilder-Sammelbuch.
finde ich farblich auch wieder sehr passend hier die Seite aus altem Schulatlas. Den habe ich auch mal auf irgendeinem Buchmarkt oder so mitgenommen. Ist wirklich noch sehr alt, noch so mit DDR drauf und so, kann man nicht mehr wirklich für die Schule verwenden, aber hierfür perfekt. Also ihr seht, es wird immer weniger Platz zum Schreiben. Ich breite mich immer weiter aus. Ich bin am Überlegen. Jetzt habe ich noch drüber nachgedacht, Transparentpapier irgendwie da drüber zu machen, auf das ich dann schreiben kann. Aber ich wusste jetzt auch nicht so richtig, wie soll ich es dann festmachen und wie sieht es überhaupt dann aus? Großer Struggle heute wieder. Nehmen wir es doch alles wieder weg. Dieses Ei möchte ich wirklich gern verwenden, aber ich weiß noch nicht so richtig, wie und wo. Ich finde, das passt eben auch farblich so schön dazu. Was ich übrigens ganz nett finde bei den Vogelbildchen, ich weiß nicht, ob man das hier in der Größe erkennen kann, aber da ist unten dann noch so eine Notenzeile dabei mit dem Gesang von dem jeweiligen Vogel. Also nicht bei allen Vögeln, aber bei manchen. Und das muss dann natürlich auch unbedingt noch mit drauf. Finde ich sehr nett. Jetzt habe ich mich dann doch dazu entschieden, einfach erstmal zu kleben. Wir schaffen mal Tatsachen. Ihr seht, meine Dose leert sich. Aber ich habe Nachschub. Also das Papier, das wälzt sich zwar anfangs immer mal noch so ein bisschen mit diesem Kleber, aber das wird dann, wenn es trocknet, wieder glatt. Ich mag den wirklich sehr, sehr gern, weil man das auch mit dem Pinsel so gut verteilen kann. Und er klebt auch nicht so arg an den Fingern. Kommt mal wieder mein Lieblingsgefummel, Sticker abziehen. Der gefällt mir richtig gut. Vielleicht hätte ich mir da gleich zwei Sets davon bestellen sollen. Ich glaube, dass ich die sehr oft verwenden werde. Aber Frau Bieber wird es mir verzeihen, falls ich mal wieder bestellen sollte. Dann kann ich ja auch gleich noch andere Sachen wieder auffüllen. So, das Ei kommt jetzt einfach da an die Seite, dann kann ich nämlich immer noch auf der linken Seite ein bisschen was schreiben.
Muss ich eben klein schreiben. Oder nicht so viel. Aber sonntags passiert ja vielleicht auch nicht so viel. Jetzt hatte ich noch irgendwo im Kopf, dass ich auch noch eine orangene Briefmarke hatte. Sie wiederfinden. Und jetzt die Frage, was wohin? Wahrscheinlich denkt ihr jetzt, nein, mach die dahin oder die dort. So geht es mir immer, wenn ich solche Videos anschaue, dann denke ich mal, ach, kleb's doch dahin. Ach nein. Entscheidung getroffen. Zack, drauf damit. Jetzt kommt die Seite noch. Es ist immer gar nicht so einfach, diese Bildchen aus dem Album rauszumachen, weil die zweiseitig aufgeklebt sind, also Vorder- und Rückseite, und sehr stark kleben. Da muss ich immer auf der Rückseite dann das vorsichtig ablösen, dass ich das dann auch noch verwenden kann. Das ist etwas schwierig. Aber ich will ja natürlich so viel wie möglich aus dem Album verwenden. Deswegen mache ich die dann auf der Rückseite auch immer ab. Und jetzt versuche ich blindfisch zu sehen, wie rum diese Briefmarke gehört. Ich halte sie jetzt ins Licht, näher an mich dran, nochmal hin und her. Ich kann es aber immer noch nicht erkennen und dann schließlich klebe ich sie einfach irgendwie auf. Ich habe ja schon eine Brille, aber manche Sachen sehe ich irgendwie trotzdem noch nicht. Vielleicht sollte ich dabei wieder nachbessern lassen. Jetzt braucht man natürlich noch das Datum. Nur welche Form? Rund, eckig, länglich, quadratisch. Wenn man sonst keine Probleme hat, ist doch gut, oder? Ich habe mich entschieden. Wir nehmen sechseckig. Findet ihr diese Schachteln auch so toll? Die ist so schön. Jetzt habe ich übrigens gerade das heutige Kalenderblatt abgerissen, deswegen war meine Hand da so komisch im Bild, weil der Kalender steht oben auf meinem Schreibtisch. Das Papier ist so dünn, das sieht man kaum, wenn man es dann aufklebt. Das ist aber noch ein bisschen groß, muss ich nochmal kleiner schneiden. Ist jetzt auch nicht wirklich spannend, kann ich auch außerhalb vom Bild machen. Da, Kleber drauf. Zack, zack. Eigentlich sind diese Aufkleber ja, glaube ich, sogar so, dass sie selber kleben, wenn man sie anfeuchtet. Wenn mich nicht alles täuscht, aber ich mache es trotzdem immer mit meinem
Kleber. Wie sollte ich das jetzt auch anfeuchten? Ich will es ja nicht ablecken. Es kann übrigens durchaus sein, dass ihr irgendwann mal unseren Hund durch die Gegend laufen hört. Die hat mich zwischendurch mal besucht. Ein bisschen washy. Die Farbe ist auch genau dafür gemacht. Und jetzt werdet ihr gleich denken, genauso wie ich, wie kann man so blöd sein und das Washi dahin kleben? Ja, ihr seht's, direkt über den Vogel. Und jetzt kriege ich es nicht mehr ab. Das ist also wirklich... Ja, Gott sei Dank, ging doch noch. Aber verwenden kann ich es jetzt auch nicht mehr, weil jetzt klebt es nämlich nicht mehr. Und irgendwie liegt auch mein Heft inzwischen nicht mehr so ganz gerade, aber ich glaube, man kann trotzdem noch genug erkennen. Die Farbe passt ja auch ganz genau dazu. So, jetzt bin ich doch so einigermaßen zufrieden. Eigentlich schon zufrieden, doch. Ich hoffe, ihr auch und ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr schaut dann das nächste Mal wieder bei mir vorbei, wenn es wieder ein neues Video gibt. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.